Willkommen zum Videopodcast mit dem Markus Gerber und mir, Martin Aue, zum Thema Feng Shui daheim. Hallo Kösel. Hallo. Wie bist du in Kontakt gekommen mit Feng Shui? Ja, angefangen hat das mal, als ich ein Buch gekauft habe, relativ gross, mit vielen Bildern drinnen. Und ja, mal, wo ist Norden, wo ist Süden, wo ist Westen und wie sollte die Pflanzen aussehen. Und, ja, also ein gewisses Bild davon gehabt, aber eigentlich... Ja, das war ja so die Basis, die ich nicht gewusst habe. Und hast du es für dich klar gewesen, dass du da hast, dass du das selber etwas machen willst in diesem Bereich? Ja klar, das ist natürlich, weil ich dich kennengelernt und du dich auf dem, was weitergebildet hast. Für mich ist klar gewesen, ob wir etwas machen, alles oder nichts. Das ist nicht irgendeine so Alibi-Übung, wo wir sagen, hey, wir machen immer das, was mir einfach so gefällt, sondern einfach wirklich durchziehen und sagen, so ist es wirklich. Was ist jetzt die Wirkung? Du hast ja vorher nicht wirklich so viel mit diesem Thema eigentlich die Beschäftigung gehabt, außer mit diesem Buch. Aber was hast du jetzt wirklich konkret gespürt? Ja, soll ich sagen, es kommt viel mehr innere Ruhe zur Geltung. Man tut natürlich viel mehr Sachen überlegen, brauche ich das noch oder brauche ich es nicht mehr. Und das, was ich nicht mehr brauche, einfach mal fortschießen und nicht mehr einfach lange auf die Seite tun. Dass man einfach, ich sage mal, so ein bisschen eine klare Struktur dann hat, auch im Wohnbereich, nicht nur, wie man es eben im Geschäft auch hat. Und jetzt auch mit dieser Energie. Man hat ja viel eigentlich von Energie und viele Leute können mit dem nicht so viel anfangen. Was geht es da? Ja, Energie. Ich sage mal, ich brauche heute weniger Schlaf und ich kann viel länger auf sein und viel mehr Power, wenn ich daheim bin. Also, ich sage mal, der spürt man es vor allem. Und so wie wir so im Büro haben mit unserer Glaskugel, die da trägt, oder wo man auch spürt, dass da irgendetwas im Gange schon anders ist als eben vorher. Ja, mit der Glaskugel, den kennen vielleicht nicht alle. Hast du da etwas sagen dazu? Wir haben so einen Wasserbrunnen mit einem Rosenquarzstein, wo unten hoch ein Wasser kommt. Und der Top ist eine Glaskugel, die trägt. Und dann, als wir da das Büro eingerichtet haben, hat die Glaskugel einfach nicht wollen drehen. Und zuerst, was wir gemacht haben, sind Steine gesetzt wegen Wasserrater. Da hat sie dann zuerst mal verdreht, aber von dem Moment an, wo wir wirklich nach Feng Shui die Farbe definiert haben und wirklich alles genau so platziert haben, wie es eben dann auch muss sein, von denen weg die Kugel verdrehen. Und ich stelle fest, wenn ich Leute im Geschäft habe, im Büro eine Besprechung ist, wo die Leute vielleicht eine negative Haltung haben, da kann ich ganz klar feststellen, dass die Kugel auf einmal einfach bleibt stehen. Und wenn die Leute draußen sind, fährt sie wieder auf den Dreh. Und das ist etwas, wo man nicht einfach sagen kann, ich habe eine Steckeraussage oder so. Es ist einfach so. Mhm. Und, ja, glaubt es vielleicht am Anfang vielleicht nicht gerade. Aber wenn man es zuerst mal das dritte Mal erlebt hat, ist es halt einfach so. Und nachher hast du beschlossen, jetzt mache ich das auch privat. Jetzt gehe ich dort dahinter. Was hast du dort umgesetzt? Was hat sich dort verändert? Also, als wir zuerst das Büro haben, umgesetzt haben, hat man gemerkt, dass es hier eine Wirkung hat. Und dann war es mir nachher auch klar, also wir tun daheim auch. Und wir haben ja die Analyse gemacht mit dir. Und du hast uns aufgezeigt, dass wir alles müssen umstellen und anders platzieren. Ich würde mal sagen, 70% haben wir sicher erledigt. Und eben gewisse Möbel einfach verschoben, den Wohnbereich viel offener gestaltet. Und einfach Sachen, die man wirklich einfach nicht mehr braucht, einfach mal. Einfach den Mut haben und sagen, fortschießen. Und? Wirklich? Resultat? Ja, genau gleich wie im Büro. Man ist viel fitter, man hat viel mehr Energie und man fühlt sich einfach viel, viel wohler. Ich habe das Gefühl, die Leute, die zu uns zu Besuch kommen, tun das eigentlich schlichtweg auch bestätigen. Und die Familie hat Freude? Ja, ich sage mal, unser Sohn oder Tochter hat nicht so Freude, wenn ich da so irgendwo ein Glaskugel aufgehängt oder irgendeine so eine Zahl 88 ist hergekommen. Für sie ist das natürlich nicht ganz nachvollziehbar, warum dass wir das machen. Aber sie sieht, der Vater hat auch doch recht, oder sollen wir es mal lassen. Aber ich sage, der Wohnbereich und das Schlafzimmer und so, wo wir so umgesetzt haben, wo für uns vor allem Priorität hat, dort ist sicher sehr gut. Wenn du jetzt noch einmal zurückschaust, wenn du das Buch, das du am Anfang gelesen hast, hättest du das Ganze aufgrund von Büchern oder von diesem Buch auch selber können machen können? Oder macht das Sinn, wenn du das mit jemandem zusammen machst, wie mit mir? Ja, ich würde mal sagen, es ist das Gleiche, wenn ich ein Auto kaufe und die Bedienungsanleitung lese. Oder? Wegen dem kann ich noch lange kein Auto fahren. Und genau gleich ist es. Also ich habe Ahnung, wo eben Norden, Süden, Westen, wo ist der Wohnbereich und wo findet das Leben statt.
das kann ich vielleicht noch irgendwie analysieren, aber wirklich im Detail, so wie du das gemacht hast, ganz klar unfähig. Wie fließt jetzt, jetzt hast du es eben einmal im Büro hast du es umgesetzt, du einmal privat, wie fließt jetzt das in dein Geschäft, in Verkauf von Immobilien ein? Wie profitieren deine Kunden jetzt von dem, was du da erlebt hast? Ja, das hängen natürlich wieder mehr Sachen zusammen. Also hier ist ganz klar eben die Ruhe, die wir natürlich hier im Geschäft drin haben. Ja, die Leute, mittlerweile Leute, die extra nur wegen unserem Büro daher kommen, mal schauen kann, was das Büro für ein Büro ist und was das für Wirkungen hat, die ich auch wirklich eins zu eins vordemonstrieren kann. Als Beispiel nur unsere Paravan, wenn man die wegnimmt, was da drinnen passiert. Und ich sage, geschützt, mal einfach herkommen und selber vielleicht spüren. Und so eine Demonstration wahrnehmen vielleicht von uns. Und jetzt verkaufst du nur noch Feng Shui-Häuser und Wohnungen? Nein, das ist kein Thema. Das ist, natürlich wäre das eine klare Positionierung, wenn ich würde sagen, jetzt verkaufe ich nur noch Sachen, die nach Feng Shui 100% würde passen oder genau nach dem schon eingerichtet werden. Nein, das ist, für das ist der Markt zu klein in dem Gebiet, wo wir tätig sind. Aber ich sage mal, es hat einen grossen Einfluss darauf. Ich kann den Leuten auch ein bisschen zeigen oder auch sagen, auf was sie schauen sollen. Und wenn man natürlich nach dem Schluss deine Beratung kann, in Anspruch nehmen kann, dann bringt es für jeden Einzelnen sicher etwas, wenn man natürlich will. Ja, und so manche Immobilienmakler, die sich noch mit Feng Shui und mit Energie in Wohnräumen auskennt, kenne ich ja jetzt auch nicht. Das ist ja etwas Einzigartiges von dem her. Wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr erfahren von dir zu diesem Thema Feng Shui und was hat es verändert und was ist passiert, was habe ich da für Möglichkeiten? Büro anschauen, hast du schon gesagt, gibt es noch andere? Ja, jetzt habe ich das Büro anschauen oder gewisse Statistik kann ich aufzeigen, was passiert ist von dem Moment an, wo man das Büro eben so eingerichtet hat, wo einfach ganz andere Harmonie eben, man nicht mehr gespürt, auch irgendwo bei den Kunden rüberkommt. Ich kann euch empfehlen, mal herzukommen, reinzuhören. Ich kann hineinschauen und ich kann hinein spüren und als zweiter Schritt halt eben für sich einfach mal so eine Analyse mal starten. Ja, und dann selbstverständlich der Vortrag hören, wo man eben dich und mich hört, reden über das Thema Feng Shui in Privathäusern. Mehr Informationen zu diesem Thema findet ihr ebenfalls auf der Website von der Firma Villa Casa. Und voilà, ich glaube, das wäre es gewesen. Okay. Merci dir. Merci dir. Thank you.